Ziemlich genau ein Jahr nach dem Erscheinen des Open-World-Westerns Red Dead Redemption bringt Entwickler und Publisher Rockstar Games den spielbaren Krimi L.A. Noire auf den Markt. Bekanntheit erlangte das Spiel vor Erscheinen vor allem wegen der neuen Motion-Scan-Technik, die hinter den realistischen Gesichtsanimationen steckt. Cole Phelps, Traffic. What have we got? Wenn es nach den Machern beim hauptverantwortlichen Entwicklerteam Bonnie geht, ist L.A. Noire einer der innovativsten Titel der letzten Jahre, der die Spielwelt revolutionieren wird. Aber was könnt ihr euch wirklich von dem Titel erwarten? Wie ist die Balance zwischen erzählerischen Mitteln und spielerischer Freiheit? Ist L.A. Noire ein spielbarer Film oder ein Spiel mit Filmeinlagen? Zieht Phelps uns genauso intensiv in die Spielwelt wie einst John Marston? Wir verbannen alle Vorschusslorbeeren aus unseren Gedanken und tauchen ein in die Welt von L.A. Noire, um euch genau das zu beantworten. Los Angeles in den 40er Jahren. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei und die Stadt im Sonnenstaate Kalifornien richtet sich auf und empfängt seine tapferen Kriegsheimkehrer. Auch Hollywood floriert und verleiht der Stadt der Engel einen glamourösen Glanz. Zumindest nach außen hin, denn ganz getreu dem Film-Noir-Genre ist nicht alles Gold, was glänzt. Die Menschen sind egoistisch und korrupt, die Mordrate so hoch wie lange nicht, genau wie die Zahl der Drogenabhängigen in der Stadt. Das perfekte Pflaster eigentlich, um als junger, aufstrebender Polizist die Karriereleiter anzugehen. Genau das macht Cole Phelps, der Welt oder zumindest Los Angeles etwas Gerechtigkeit schenken will. Seine erfolgreiche Arbeit verleiht ihm eine Beförderung nach der anderen, sodass Phelps nicht gerade lange als Polizist auf Streife unterwegs ist. Schon bald untersucht er als Detective eine Reihe von Mordfällen. Lacerations on the neck would indicate a great deal of force. Macht einen Abstecher ins Verkehrsdezernat und sucht abgebrannte Häuser nach Indizien ab. Allerdings steht er sich mit seinem Idealismus immer häufiger selbst im Weg, wenn er sich damit nicht sogar selbst in Gefahr bringt. Denn seine Nachforschungen gefährden illegale Strukturen in der Stadt, was den verantwortlichen Gangstern wiederum gar nicht gefällt. Je tiefer Phelps im dreckigen Gewaltsumpf der Stadt nach Hinweisen bohrt, umso mehr erkennt er Zusammenhänge zwischen den Fällen. Verschwörungen, Geheimnisse, dreckige Machenschaften oder ist doch alles anders? Die Macher führen euch häufig erfolgreich an der Nase herum. Die Story ist die große Stärke von L.A. Noire. Ob die wechselnden Partner, die Phelps zur Seite stehen, oder Zeugen in einem Fall. Jeder Charakter hat seine Geschichte, seine Sicht der Dinge und ist ein Teil der sehr komplexen Story, die um die Fälle herum gestrickt wurde. Die realistischen Gesichtsanimationen und die gute Synchronisation unterstützen die starken, überzeichneten Charaktere. She was good and tight last night, complaining about her old man. It's a story you get used to working in a bar. Dramaturgie und Kamerafahrten erinnern an gute Filme. Sie machen aus L.A. Noire ein erzählerisches Spektakel. Yes? Hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? Die Fälle laufen generell immer nach demselben Schema ab. Ein kurzes einleitendes Intro zeigt wie in einem richtigen Krimi einen kleinen Ausschnitt des Verbrechens. Daraufhin gibt's eine kurze Einsatzbesprechung und es geht zum Tatort. Wenn es sich um einen Mord handelt, untersuchen wir die Leiche auf Tötungsspuren und Hinweise. Und im Anschluss daran klappern wir die Umgebung nach Indizien und Beweisen ab. Body traveled a good 20 feet. Bei einem Hausbrand beispielsweise geht's direkt zur Spurensicherung, bei einem Unfall mit Überlebenden direkt zur Befragung. Auf interessante Gegenstände macht euch dabei immer ein Klavierton und ein Brummen im Controller aufmerksam. Per Knopfdruck hebt ihr das Indiz dann auf und könnt es genauer untersuchen. Im Anschluss daran geht ihr Hinweisen nach, besucht beispielsweise Verwandte oder andere Personen, die mit dem Fall in Verbindung stehen könnten. Hier kommt meistens Phelps Notizblock zum Einsatz. Darüber könnt ihr Fragen an die Zeugen oder Verdächtigen stellen und auch bislang gesammelte Hinweise noch einmal durchgehen. Das ist auch nötig, denn jede Aussage eines Befragten solltet ihr kritisch hinterfragen. So befindet ihr diese jeweils als Wahrheit oder Lüge. Wenn ihr Zeugen der Lüge bezichtigt, benötigt ihr allerdings auch einen Beweis, den ihr aus der vorher genannten Liste wählt. Seid ihr euch sicher, dass der Befragte etwas im Schilde führt, habt dafür aber keinen Beweis, zweifelt ihr an, woraufhin ihr meistens weitere Informationen erhaltet. Ob eine befragte Person flunkert oder nicht, verrät die Mimik. Falsche Beurteilungen führen oft dazu, dass die Zeugen euch Informationen vorenthalten und ihr anderweitig daran kommen müsst, wie das folgende Beispiel zeigt. I think you were drunk and lost control of the car.
Well, I suggest you get the results of a blood test first before you go shooting off your mouth. It's a serious offense to withhold information from the police during a criminal investigation, madam. I told you to call me June. You're making me feel like an old lady. And don't bother your handsome head about this. My husband will settle the score with Mark Bishop. Einen Einfluss auf Folgefälle haben unterschiedliche Befragungen aber nicht. Höchstens auf die Art und Weise, auf die die Täter dingfest gemacht werden. Die Tatorte zu untersuchen und Zeugen zu befragen macht eine Menge Spaß. Allerdings ist dabei kaum Kombinierarbeit notwendig. Gerade am Tatort ist es etwas schade, dass Beweise akustisch gekennzeichnet sind. Immerhin ist diese Funktion auch abschaltbar. Action gibt es in L.A. Noire auch. Und zwar immer dann, wenn ein Verdächtiger mit dem Auto oder zu Fuß flieht oder wenn es gilt, einem Verdächtigen unauffällig zu folgen. Wenn grimmige Gangster ihre Waffen einsetzen, kommt das Zielsystem von GTA und Red Dead Redemption zum Einsatz. Beim Zoomen wird automatisch anvisiert, sodass es meist nur 2-3 Schuss braucht, um einen Gegner zu eliminieren. Schießereien sind in L.A. Noire extrem selten und die meisten Einsätze der Dienstwaffe dauern auch nur wenige Minuten. Der Waffengebrauch außerhalb dieser Schießereien ist nicht möglich. Gelegentlich kommt es auch zu Handgreiflichkeiten. Das Kampfsystem ist sehr einfach gehalten, eine Taste ist fürs Schlagen da, eine fürs Ausweichen und eine, um den Ganoven am Ende zu packen und den letzten Schlag zu vollziehen. Um von einem Handlungsort zum nächsten zu kommen, nutzt ihr die offene Welt. Die Entwickler haben einen großen Teil von Los Angeles der 40er Jahre nachgebaut, und zwar so exakt wie möglich. Die Liebe zum Detail merkt man der Spielwelt auch an. Beim Fahren mit einem der über 90 originalgetreuen Oldtimer begegnen euch einige Sehenswürdigkeiten und auch beim Spazierengehen durch eine Einkaufspassage bemerkt man die liebevoll eingerichteten Schaufenster. Insgesamt spiegelt das Los Angeles aus L.A. Noire die 40er Jahre perfekt wider. Auch wenn die Stadt eine perfekte Illusion schafft, hätten wir uns doch ein paar mehr Interaktionsmöglichkeiten gewünscht. Außerhalb der missionsbedingten Örtlichkeiten gibt es keine anderen Areale, die wir betreten können. Dabei wären wir so gerne in den 40ern shoppen gegangen. Immerhin können wir über 30 Straßenfälle angehen, kleinere Fälle, die von den Story-Missionen unabhängig stattfinden. Zusammen gibt's in L.A. Noire auch einige. Neben den Autos und ein paar versteckten Geheimautos und den Sehenswürdigkeiten sind im Spiel Filmrollen und Zeitungen versteckt, die es zu hamstern gilt. Als Belohnung für gute Polizeiarbeit gibt's außerdem neue Klamotten für den Herrn Kommissar. Größter Pluspunkt in Sachen Technik geht an die Mimik der Charaktere. Dank der neuen Motion-Scan-Technologie sehen Gesichtsanimationen extrem realistisch aus. Gelegentlich denkt man daran, das Wort fotorealistisch gebrauchen zu müssen. Außenrum ist, was die Grafik angeht, alles allerdings etwas altbacken. Da ist ein ständiges Flimmern im Hintergrund, wenn man in die Ferne schaut, und die Texturen sind auch häufig eher matschig oder grob pixelig als scharf. Effekte wie Waffenfeuer oder Explosionen sind höchstens durchschnittlich. Eine überragende Figur macht L.A. Noire hingegen in Sachen Audio. Der Sound, der aus den Radios der Stadt tönt, ist eine Mixtur aus zeitgenössischer Jazzmusik und Aufzeichnungen von Radioprogrammen. Außerdem ist der Spiele-Soundtrack, der immer dann einsetzt, wenn es spannend wird, sehr stimmig und immer gut platziert. Passend zur genialen Präsentation auch die sehr gute Synchronisation, die die Gemüter der Charaktere immer glaubhaft erscheinen lässt. Don't you have to get a court order or something? I have rights. Clem? Shh. L.A. Noire ist etwas für Krimi- und Thriller-Fans. Wer Heavy Rain mochte oder auf die Kreuzverhöre in Ace Attorney steht, wird das Spiel lieben. Zwar wird man als Spieler etwas seiner Freiheit beraubt und an einigen Stellen an der Hand genommen und durch den Fall gezogen. Die starke, verwobene Story mit all ihren Charakteren und der glaubwürdigen L.A.-Nachbildung machen das aber wett. Wenn man sich darauf einlässt, wird man regelrecht hineingezogen in die Welt und das Leben von Phelps. Ein spannender Thriller zum Mitspielen. Und was die Technik angeht, nun, als Filmkritiker würden wir sagen, die teuren Special Effects mussten der intelligenten Story weichen. Hey, sorry about that. I'm playing with my kids. LAPD, were you here last night?